Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine Supplements, die ich verwende und ja, wie man einen günstigen, feinen Weight Gainer selber macht. Also so ein Schmutz, den man sich abends vorm Schlafen reinzieht, wenn man zu faul ist, normal zu kochen, wenn man es schon zweimal vorher gemacht hat. Nun, zuerst Whey Protein. Hier dieses von Peak. Fusion Whey, Schokolade. Der nächste Beutel wird Erdbeer sein, der danach Vanille. Das Zeug ist ziemlich günstig. Ein Kilo ist hier drin. 84% Protein. 28,4% BCAAs. Ja, das sind mehr als 100%, aber BCAAs sind Proteine und so weiter und so fort. 47,2% EAAs. Ebenfalls feinstes Protein. Und L-Leucine. Um einiges besser als irgendwelches. Jetzt zeigt sich wieder dieser Aufkleber. Aber das ist eigentlich nur, um meinen Sponsor zu ärgern. Nenn mich nicht wieder Nazi. Selbstverständlich habe ich die Remember Where You Started Kleidung am Start. Kauft sie. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, veganes Protein ist einfach nicht zu verwerten vom Körper und völlig überteuert, also unfassbarer Müll. Schmeißt euer Geld lieber für andere Sachen aus dem Fenster. Wenn ihr mit Whey-Protein, also Protein supplementieren wollt, kann ich dieses hier nur empfehlen. Es ist günstig und köstlich. Ja, natürlich nur, wenn ihr zu faul seid, euch nochmal ein Spiegelei zu kochen, nochmal ein Steak zu fressen, ein Stück Hühnerbrust oder irgendwas anderes. Wie gesagt, das ist ein Supplement. Ich habe heute schon einmal Gulasch gegessen und eine Forelle und Eiweiß durch natürliche Quellen bezogen. Ah ja, ein paar Walnüsse habe ich auch gegessen. Sehr wichtig. Chiasamen. Glutenfrei. Ohne Gentechnik, vegan und Rohkost. Nice. Proteine, Omega-3, Fettsäuren und Ballaststoffe. Hier kosten 2 Kilo, also zwei solche Säcke, 17,50 € circa. Wenn ihr in den Laden geht, gibt es zum Beispiel bei uns im Edeka für 200 Gramm, für 3,99. Sind aber normale Preise. Bei Rewe sind die billiger oder bei irgendwelchen anderen Läden. Im Laden ist der Mist einfach völlig überteuert. Leute, kauft euch wenigstens einen Sack. 1000 Gramm kostet, glaube ich, so ein 8 Euro oder ähnlich. Link ist in der Beschreibung, wie zu allen anderen Produkten hier, wenn ihr sie kaufen wollt. Das Zeug ist einfach der Hammer. Wie ihr seht, das ist natürlich. Das ist nicht irgendwie chemisch hergestellt. Das sind einfach nur Samen von der Pflanze. 464 Kalorien, also richtig schön Kalorien, wenn man vor allem zunehmen will. Ja. 34% Fett. Dann Unmengen von Magnesium, Calcium, Thiamin, Phosphor, Eisen, Zink etc. Omega-B3-Fettsäuren, wie gesagt. Und 20% Eiweiß sowie 38% Ballaststoffe. Einfach nur krass. Man sollte nur 15 Gramm am Tag verschmausen davon. Falls ihr euch für die Details interessiert, googelt einfach mal Chiasamen, könnt ihr mehr erfahren. Also das ist wirklich ein natürliches Supplement, wenn man auf irgendwas anderes verzichten will. Das ist wirklich richtig nice. Und das kostet wirklich um einiges weniger. Ich meine, 1000 Gramm kosten hier 9 Euro, hier kosten 1000 Gramm weit übers Doppelte. Ja, definitiv eine feine Sache. Ich nehme jetzt diesen Löffel zum Beispiel in den Shake dann rein. Dieser Löffel sind ungefähr 10 Gramm. Ja, das ist noch weit unter der Maximalmenge. Als nächstes Vitamine A bis Z. Wieso haue ich mir Vitamine rein? Nun ja, krank werden ist uncool und ich habe keinen Bock, wirklich 10 verschiedene Früchte am Tag zu fressen. Das ist manchmal nicht möglich. Ich meine, eine Banane nehme ich gerne zum Training mit, wenn ich auf Arbeit bin. Ich arbeite bei Edeka, da habe ich es natürlich leicht, da kann ich mir immer mal eine Drachenfrucht, eine Mango oder so kaufen, wenn die gerade reduziert sind. Aber sonst ist es halt immer nicht so einfach. Im Sommer gibt es natürlich immer mal eine Melone oder Beeren oder sowas. Aber sonst an wirklich alle Vitamine so gleichmäßig zu kommen, ist nicht leicht. Das kann man einfach nicht abstreiten. Und hier sind, wie viele Tabletten drin? 240. Zwei Tabletten soll man am Tag nehmen, beziehungsweise werden empfohlen. Ich nehme eine am Tag. Das deckt meinen Vitamingehalt, Bedarf zu 50% pro Vitamin.
Und dann hält das Ding 240 Tage, das ist ein Dreivierteljahr. Die Dose kostet 10 Euro, also ich denke, die Vitamine sind mit Abstand das günstigste Supplement, was ich hier habe. Und eins der sinnvollsten. Kreatin. Ja, ich nehme es, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich nehme ungefähr die Hälfte von dem, was sozusagen, ich sag mal, empfohlen wird. Ja. Muss man sich wirklich drüber informieren, bevor man das nimmt. Wie gesagt, ich nehme es einfach, bis der Topf hier alle ist. Dafür nehme ich halt einfach die Hälfte, ohne eine Pause zu machen. Also ich mache keine Kur, ich nehme es einfach so nebenbei. Wenn der Becher alle ist, werde ich mir aber höchstwahrscheinlich keinen zweiten kaufen. Ja. Das hilft mir einfach. Also wirklich, ich muss sagen, nachdem ich das eine Woche genommen habe, habe ich problemlos mehr Wiederholungen gemacht beim Bankdrücken zum Beispiel. Also daran habe ich es gemerkt, dass ich mir vorher reingepfiffen habe. Ist natürlich nur ein kleiner Bestandteil von dem Ganzen. Nach einer Woche, so, man quillt ein bisschen auf. Man nimmt vielleicht einen halben bis ein Kilo zu auf jeden Fall, weil das Wasser einlagert etc. Aber jetzt steigert sich die Kraft natürlich nicht weiter. Wenn ich es dann absetze, ist der Effekt natürlich wieder vorbei. Aber ja, wenn man kurzfristig sich auf irgendwas vorbereitet oder ein bisschen breiter sein will, ja, ist das nicht schlecht. Kann natürlich auch nie schaden, mehr Gewicht zu bewegen. Nun, BCAAs. Essential BCAA Amino Acids. Feinste Eiweiße, also Aminosäuren. 480 Gramm, 375 Tabletten sind hier drin. Ich nehme jeden Tag ungefähr so drei. Zum Frühstück fresse ich meistens zwei und dann am Mittag oder Abendessen jeweils. Falls ich in dem Essen relativ wenig Eiweiß hatte, haue ich mir dann nochmal dazu, also nach dem Essen zwei rein. Ja. Wie gesagt, das finde ich richtig praktisch. Da habe ich immer so einen kleinen Becher. Oder wenn ich irgendwie feiern gehe auf eine Party, nehme ich zum Beispiel zwei davon mit. Die kann ich einfach in meine Jackentasche stecken, so ungefähr, wie so Kaugummis halt. Oder in der Kaugummidose mitnehmen. Und wenn ich dann einen Döner esse nach der Party in der Stadt, haue ich mir die zu dem Essen rein. Was zum Beispiel an wertvollen Eiweißen fehlt in diesem Döner, wird dann damit ergänzt. So verwende ich die Dinger. Ja, und das ist einfach nur nochmal ein Lager für diese Chiasamen, weil ich mir zwei Beutel gekauft habe und die Beutel mag ich nicht so als Lagerung. Habe ich damals das Protein genommen von Maskulin, aber das war nicht wirklich so der Bringer. Ja, schau dir den Flair. So, das sind erstmal diese Supplements. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Falls ihr euch was gönnen wollt. Das sind relativ günstige. Es gibt natürlich auch dieselben Supplements von anderen Firmen für viel, viel mehr Geld. Bei zum Beispiel ZEG Plus bezahlt ihr im Prinzip nur ja, die Marke und die Sponsorings und so. Umso größer der Name, umso bunter die Verpackung. Ja, umso mehr bezahlt ihr eigentlich für das Drumherum und nicht für das Produkt an sich. Es muss schön simpel sein. Kauft am besten immer Eiweiß in Tüten und nicht in solchen Fässern hier. Das ist erstmal eine Erdölverschwendung und dann geht für sowas wie zum Beispiel die Verpackung oder ähnliches einfach unnötig Kohle drauf, die ihr dann am Ende zahlen müsst. Ja, ein Kilo Eiweiß sollte definitiv nicht über 30 Euro kosten. 25 sind durchaus okay. Ja, allgemein solltet ihr für diesen ganzen Mist nicht zu viel Geld ausgeben. Sowas sollte man sich wirklich nur zulegen, wenn man das Geld übrig hat. Wenn ihr nicht genug Geld habt, um euch mindestens zweimal in der Woche eine Packung Hähnchenbrust für 5 Euro zu kaufen oder wenigstens einmal in der Woche ein Rindersteak zu essen, das 15 Euro kostet, dann solltet ihr definitiv nicht auf Supplements zurückgreifen. Ich meine, die Vitamine würde ich wirklich empfehlen, die können nicht schaden. Natürlich solltet ihr auch nicht auf Früchte etc. verzichten. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Küche, da zeige ich euch noch etwas mehr. Das ist das momentan ziemlich karge Früchtelager. Hier habe ich ein paar ja, Tomaten, Mango, Kohlrabi, der sehr mickrig ist, Paprika, den ich eigentlich nicht so mag, das ist die Mutti immer. Feinste Orange, die ich mir morgen in den Shake haue, mit diesem Apfel, Knoblauch, oh, ich liebe Knoblauch, auch wenn es stinkt wie Sau, was soll's. Und natürlich Nummer 1, Bananen, in diesem Fall sogar Bio-Bananen. Nice. Ab in den Kühlschrank. Ach hier, Weintrauben, die ich mir dann noch reinhaue. Beim Fernsehgucken vorm Schlafen.
Ein feines Radieschen. In anderen Wohnungen steht ein Glas Salzstangen. Ich finde es gut, dass sich meine Eltern ein bisschen umgestellt haben, was Ernährung und Gesundheit angeht. Da stehen jetzt eben solche Sachen. Super Sache. Ja, das ist mein Kühlschrank, wie ihr seht. Echte Nahrung. Das haue ich mir morgen nach dem Training rein zum Beispiel. Das sind Bohnen mit Rindergulasch und Klößen. Und so weiter eben. Schwarzwurzeln gibt es auch morgen. Das Bier ist alles alkoholfrei, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Flasche Eierlikör, naja, was heißt. Feinster Joghurt. Hähnchenbrust. Feinster Joghurt, Salat. Na, hier sieht man kaum Schmutz. Eier. Leute, die sagen, dass es irgendwie den Cholesterinspiegel erhöht oder so, sollten weniger auf irgendwelche sinnlosen Schlagzeilen oder Studien hören. Eier sind eine feine Sache. Eine feine, ja, wirklich geil. Frische Weidemilch. Ich empfehle auch die von Thüringer Land, weil sie aus dem Osten kommt. Beziehungsweise überhaupt Frischmilch, beziehungsweise Flaschenmilch. Wenn ihr immer nur Haarmilch trinkt, Alter, ihr verpasst wirklich was. Richtig schön viel Kalorien. Die Flasche hat 680 Kalorien, Mann. Die trinke ich in 2 Tagen aus. Da kommen jeden Tag nochmal 340 Kalorien drauf. Einfach nur geil. Kostet auch nicht viel mehr. Die 40, 50 Cent für den Liter Milch, den ihr mehr bezahlt, oder vielleicht sind es noch 30 Cent. Die sind gut investiert. Aber heute habe ich Bock auf die Sojamilch hier. Die hat auch 610 Kalorien pro Liter. In diesem Fall noch ein paar schöne Vitamine drin. Und ja, 31 Gramm Eiweiß sind hier drin. Ob das nun verwertbar ist vom Körper, ist jetzt für mich zweitrangig. Die Milch schmeckt mir wirklich gut. Deswegen nehme ich die heute mal. Ein paar Getränke. Oettinger Radler alkoholfrei. Feldkirchen alkoholfrei, Krombacher alkoholfrei. Ein bisschen Limo. Limo ist scheiße. Sowas wie Cola oder so. Ich habe mir meinen Energy Drink rein. Aber das sind immer nur 250 oder 330 Milliliter. Wer sich so eine Flasche Freeway Cola oder Limo kauft mit 1,5 Liter und dann einfach mal 200 Gramm Zucker säuft am Tag, ja, der baut mehr Scheiße, als wenn er Eier isst oder Rindfleisch. Verspreche ich dir. Nun, feinstes Wolwig. Ganz wichtig. So, jetzt geht's hier an die Sache. Na. Ah. Was das Thema Energy Drinks angeht, das sind die billigen hier, da kostet ja vielleicht 40 Cent. Mit feinstem Urin. Oder frischt euch intelligent und gesund und achtet auf euch. Und gönnt euch einen Doc. Link in der Beschreibung und shoutout an Karl S. Oder wie ich ihn auch gerne nenne, Karl S. Das war natürlich ein Witz. Welcher Arschficker gibt einen 1,50 von Energy Drink aus? Nee, naja, eigentlich schon. Also doch, also die schwarze Dose 28 kostet genauso viel. Red Bull auch. Wenn ihr das Geld lieber sinnvoll ausgeben wollt, dann kauft euch sowas. Jetzt mal ganz im Ernst. Gibt es selten im Edeka oder so. Hier im Simmel gibt es den zum Beispiel in Dresden. Aber naja, hier seht ihr zum Beispiel 20 Kalorien pro 100 Milliliter. 47 Kalorien pro 100 Milliliter hat dieser billige. Koffein, 32 Milligramm, so wie immer. 4,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und der ja 10,8 Gramm Zucker. Das ist die ganze Vitaminliste, was hier drin ist, und das sind die paar Vitamine, die hier drin sind. Ja, im Energy Drink sollte man sich sowieso nicht so oft reinhauen. Trinkt lieber, ja, wie soll ich sagen, einen Doc anstatt drei von denen. Da habt ihr gleichzeitig auf ein paar Energy Drinks verzichtet und kommt aufs gleiche Geld heraus. Und habt definitiv euch was Sinnvolleres in die Rübe geschüttet. Ich sag's ja nur. Link in der Beschreibung. Auch wenn der Mist völlig überteuert ist. Es ist definitiv immer noch besser als das. Ja, ein bisschen Lifestyle muss auch sein. Die Rolex kommt natürlich bald. Tschüss. Ja, aber das beiseite. Nun. Die Sojamilch kommt jetzt erstmal auf diese feinsten Samen. Jetzt habe ich die Samen schon reingeschüttet. Ne, die kommen dann ganz oben drauf.
Sonst quälen die schon auf und kleben dann hier unten fest. Dann raste ich wieder völlig aus, wie das letzte Mal. So, ich gönne mir ungefähr 400 Milliliter. Wobei ich jetzt einfach mal das ganze Ding, weil ich das leer haben will, hier rein gieße. Da trinke ich morgen früh, bevor ich zur Schule fahre, noch ein bisschen was. Kann nie schaden. Samen rein. Feinste Haferflocken. Haferflocken, super Sache. Kosten 39 Cent, wenn ihr die billigen von Guten günstig oder Lidl oder was auch immer. Ja, kauft. So, Moment. Okay, das Video lässt sich nicht anhalten. Mein Handy spinnt gerade. Ich hoffe, dass ich dann kein Problem habe, das Video überhaupt zu beenden. Naja, was ist das? Und heute nehme ich mal nur einen Löffel Eiweiß, weil ich heute schon relativ viel gefressen habe. So, das ist dieser Shake. Ich bezeichne ihn als selbstgemachten Weight Gainer. Ja, super Sache. Dann gibt es hier diesen Deckel drauf. Link zu diesem Smoothie Maker oder Shake Maker oder was auch immer man damit machen will. In der Beschreibung. WMF. Auch ein feines Ding. Kann ich nur weiterempfehlen. So, jetzt habe ich meine Mutter geweckt, die hat morgen Frühschicht. Ja, scheiß drauf. Das ist der Shake, den habe ich mir jetzt in den hohlen Nischel. Ja, was soll ich sagen? Das ist der Lifestyle. Ja. Anregungen etc. für neue Videos, da sind die Kommentare da, folgt mir auf Instagram. Like das Video, abonniert mich und so weiter. Wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, stellt sie in die Kommentare, aber bitte nur Fragen, die ich mit weniger als 10 Worten beantworten kann, weil ich mir keine Zeit für meine Zuschauer nehme. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal, euer Max Herzberg.